So, neue Runde League of Legends. Heute stelle ich euch mal keinen Held vor, sondern das Minions neue have Interface, was spawned. ihr wahrscheinlich schon jetzt bemerkt habt. Riot hat hier I'll ein paar find nette neue Änderungen reingebracht. Und zwar, man sieht hier oben rechts das Killing-Menü oder eher gesagt den Überblick über die Kills, die Tode, die Assists und die Minion-Kills sowie wie viele Team-Kills man selber hat und das gegnerische and Team hat. we'll see my home Sieht man jetzt again. ganz übersichtlich hier oben rechts im Bildschirm. Dann das Scoreboard wurde um einiges ein bisschen verändert. Man sieht jetzt die Items ein bisschen übersichtlicher. Ansonsten ist eigentlich ziemlich alles gleich geblieben. Ew, whale Zu blood. den Items unten. Man sieht es hier schon, die Itemslots sind jetzt von 1 bis 6 markiert. Man kann also übersichtlicher sehen, welcher Spell oder welches Item eher gesagt jetzt auf der 1 liegt und welches auf der 5 liegt. Ist My auf jeden Fall quest, cool gemacht please. und auf jeden Fall viel übersichtlicher. Die Spells, man sieht es hier auch bei den Spells. Unter den Spells sind jetzt so kleine Kästchen. Die zeigen an, welcher Level der Spell aufgerankt ist. Das heißt hier, ich habe den ersten Spell jetzt hier gelernt People und in their deswegen ist da air. ein gelber Balken. Ist auf jeden Fall zur Veranschaulichung sehr schön gemacht und sieht auch viel besser aus als vorher. Quit flopping Weil man around. ja vorher nur gesehen hat, welche Level der Spell ist, wenn man auf den Spell draufgegangen ist. Dann, die Minimap ist immer noch unten rechts. Die Icons, die vorher hier unten waren, die haben sich jetzt hier über die Map verschoben. My people are counting on me. Die Icons sind sonst alle gleich geblieben. Dann hat sich der Shop auch noch ein bisschen verändert. Und zwar werden jetzt die empfohlenen Items nicht mehr hier oben rechts angezeigt, wie es vorher war, sondern jetzt hier links. Da stehen dann ganz normale Items, die zum Start geeignet sind, die man sich am besten am Start kaufen sollte. Da ist vor allen Dingen auch, was ich sehr schön finde, gemacht, dass man auch zum Beispiel angesagt bekommt, man soll zwei Heiltränke kaufen und drei Wards und diesen Feencharm, diesen Feenanhänger. Dann wissen die Leute genau, aha, ich muss nicht nur ein Ward kaufen, sondern ich kaufe drei und zwei Heiltränke. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Dann gibt es auch noch die Core-Items, kann man sagen, also die Items, die für deinen Held, jetzt sag ich mal, am wichtigsten sind, gerade am Anfang und im Midgame. Das sind eher hier die Offensive-Items, die sind eher fürs offensivere Spiel geeignet. Und dann gibt es natürlich auch noch die defensiveren Items, die eher für das Defensivspiel geeignet sind. Hier unten sieht man ganz normal Consumables, die muss man also jetzt nicht mehr so suchen in dem Item-Shop. Die findet man jetzt ganz normal, wenn man den Shop öffnet, wenn man ein bisschen runterscrollt. Hier unten in einem Extra-Menü. Ist auf jeden Fall zur Übersichtlichkeit, finde ich, um einiges besser als vorher. Hier oben sieht man auch noch Builds, also ich denke mal, es werden auch noch verschiedene Builds möglich sein. Das heißt, man kann auch seine eigenen Builds wahrscheinlich hochladen. Manchmal spielt man ja auch ganz andere Items als, sag ich mal, die jetzt hier vorgeschlagen sind. Wenn man jetzt Helden auf eine ganz andere Weise spielt oder mit ganz anderen Items, was weiß ich auch immer, dann kann man wahrscheinlich auch seine eigenen Item-Builds hier hochladen. Dann die Items kann man natürlich wieder anklicken, ganz normal. Dann sieht man hier auch, was man dafür benötigt. Man sieht hier schon, es gibt auch einige neue Items, auf die will ich jetzt aber nicht zu sehr eingehen. Auf die könnt ihr euch dann selber ein bisschen freuen. Dann kann man jetzt auch hier in dem Shop, wenn man auf All Items geht, kann man den Shop auch hier Items suchen. Nehmen wir an, wir suchen jetzt hier einen Brutalizer. Dann findet man den auch hier direkt und braucht nicht stundenlang hier rumsuchen über AD und sonst irgendwas. Dann grundsätzlich muss man jetzt nicht mehr hier auf Attack gehen und dann auf Magic oder was auch immer. Man kann jetzt sofort, sieht man hier Defense, Attack, Magic und Movement und kann sofort hier ein Raster anwählen, Health Regeneration und noch einen zweiten sogar, wenn man Damage anwählt. Dann sieht man direkt Items, die Health Regeneration und gleichzeitig auch noch Damage geben. Das haben sie auf jeden Fall schön gemacht, weil man jetzt quasi so einen Doppelfilter drin hat, mit dem man dann spezifischere Items suchen kann im Shop. Das ist auf jeden Fall ja, eine sehr nette Sache, muss ich sagen. Also da ja, lässt sich mit dem Shop auf jeden Fall diesmal ein bisschen schneller hantieren und mehr anfangen. Dann kann man die ganze Übersicht hier noch ein bisschen anders machen. Dann kann man hier noch ja, schmalere Item-Icons hier einblenden. Dann sieht man nicht die Beschreibung vom Item hier, wie Healpot, sondern sieht einfach nur noch das Icon. Wenn man die Items auswendig kennt, ist das wahrscheinlich kein Ding. Und man sieht natürlich auch hier, wenn man mit der Maus drauf geht, die Items so. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder für heute mit LOL. Ride Ich würde mich upon freuen, the wenn ihr mir waves. Kommentare schreibt, was ihr von dem neuen Interface haltet, was ihr von dem Shop haltet. Ich persönlich bin sehr begeistert von dem Shop. Finde, die haben sich echt mal wieder was Neues einfallen lassen. Auch wenn man es vielleicht schon aus anderen Games kennt, euch wird es vielleicht schon bekannt vorkommen, aber Sure as the tides. Ja, das zeigt auf jeden Fall, dass sie nicht alles in dem Spiel gleich lassen und nicht immer nur neue Helden rausbringen, sondern sich auch mal Gedanken über den Shop und das Interface allgemein machen.
Das finde ich natürlich sehr schön und ja, würde einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen und sagen bis zum nächsten Mal.